Hey Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von Halls of Thorment. Wir machen weiter mit der nächsten Folge und wir gucken mal, oh, auf jeden Fall der Ring. Ich habe gelesen, dass das hier einer der besten Gegenstände ist, die man finden kann. Wir haben ihn gefunden. Movement Speed. Wollen wir lieber auf Defense gehen? Wir müssen durch viele Leute durch, ne? Machen wir mal so. Attack Speed. Ja. So, hier haben wir alles ausgegeben. Ich denke mal, wir haben noch ein bisschen Sachen, die wir noch gar nicht freigeschalten haben. Vielleicht kommen hier noch irgendwelche Händler oder irgendwas hin. Daher würde ich eher versuchen zu gucken, dass wir auf die nächste Map irgendwie kommen. Ich weiß nicht, ob es noch eine Map gibt, aber eigentlich schon, oder? Kann nicht sein. All locked, all locked. Ja, also wie es aussieht, sollten es noch drei sein. Ich weiß nicht, ist noch Early Access? Vielleicht sind noch nicht alle fertig. Das kann auch sein. Wir versuchen jetzt trotzdem nochmal diese Ember Grounds. Ja, und sorry, meine Nase ist leider zu. Deswegen hört sich meine Stimme etwas komisch an. Noch milder auszudrücken. Oh, ich dachte, sie sind bei zwei Schlägen tot, aber nee. So, wir versuchen wieder zu den Dings zu kommen. Good Chance ist eigentlich immer gut. Das ist beides gut hier. Aber Damage increased alles. Ich habe gesehen, es gibt einen Endboss immer nach 30 Minuten. In jeder Map. Und die haben es auf jeden Fall in sich. Das Doofe ist tatsächlich, die haben die, also zumindest beim ersten Endgegner. Attack Speed. Wir brauchen ein bisschen Movement Speed, dadurch, dass wir jetzt diese einen Schuhe nicht haben. Nee, dann nehmen wir das. Die geben euch irgendeinen Curse, also irgendeinen Fluch oder so. Und dann, ihr habt nur eine bestimmte Zeit, die zu besiegen. Das ist ein bisschen ärgerlich, da. Das heißt, man kann nicht die ganze Zeit nur auf Defense gehen hier. Dann könnte man jetzt sagen, ja hier, dann macht doch alles in Rüstung und Defense und Schild und hast du nicht gesehen. Wenn ihr nicht genug Schaden habt, dann werdet ihr die Endgegner hier nie besiegen. Das heißt, man muss tatsächlich so ein bisschen mehr auf Crit und alles gehen. Einfach um überhaupt die Chance zu haben, den Endgegner zu besiegen. Attack Speed. Oh, das war schön. Aua. Oh, natürlich werde ich wieder krank, ey. So typisch. So, wie gesagt, wir versuchen da hinzulaufen. So, hier schön durchs Feuer. Jawohl. Crit Chance. Die nehmen wir auf jeden Fall. Die ist auch wichtig. Oh, Alter. Lustig, wie sie zurückweichen, ja? Oh, da kommt schon der erste Boss. Ja, schön, wenn wir wenigstens den ersten Skill schon haben. Chance nehmen wir. Oh, schön durch da, durch die Flammen. Oh mein Gott, hat er eine Bombe? Oh. Au. Oh, Dragon's Breath. Das hatten wir noch nicht, ne? Nehmen wir mal. Alter, nicht schlecht. Okay, dann versuchen wir jetzt die andere. Aber wir müssten vorher den Typen noch irgendwie ein bisschen killen.
Crit Chance und Range. Krass. Oh. Damage und Speed. Sind beide gut. Ja, Crit Chance ist immer noch ein Ticken besser. Würde ich jetzt versuchen. So. Range. Schön. Er hat ein ziemliches Cooldown, diese Welle. Der versucht auch immer Abstand zu halten, ne? Oh, hier, Additional Flame, Walls, Ability, Area. Pickup Range wäre auch nicht schlecht, aber... Ach, schade. Die hat ihn nicht getroffen. Die hat ihn getroffen. Dann nehmen wir nochmal Movement. Den brauchen wir, um nachher allen auszuweichen. Wir nehmen mal einmal Pickup Range. Da kommen wir an die da hinten mehr ran. Oh, das war gut. Regeneration, Cone Size. Da müssen wir ein bisschen Regen machen. Schön. Oh shit. Double shit. Die halten wirklich viel aus, die Typen. So, der Typ müsste eigentlich gleich tot sein. Pickup Range brauchen wir nicht. Das ist alles doof. Wir müssen mal ein bisschen leben. Oh, jetzt ist er tot. Wir müssen hier kurz hin. Lightning Strike. Finde ich immer noch mit am besten. Ah, diese Nase ist so zu. Oh. So. So, hier Damage. Range. Hey, Damage. Und dann versuchen wir zu dem zweiten Ding hier zu kommen. Alter, die Welle. So, oh, kann man nicht lang laufen. Ist ja ein bisschen ärgerlich. Wie gesagt, wir bewegen uns weiter Richtung zweiten Skill. Zu dem Brunnen brauchen wir noch nicht. Ja, das ist gut. Wir haben irgendwas eingesammelt, was die Dinge anzieht. Stun Range. Crit Chance. Definitiv. So, jetzt kommen leider die nächsten Gegner. Typen. Und da ist auch der nächste Boss. Ach, der macht ja den Scheiß. Wir gehen mal das hier. Oh, das war gut. Da war eine Potion dabei. So, wie gesagt, weiter zum nächsten.
Trotzdem noch versuchen, den Typen ein bisschen Schaden zu machen. Das war nicht so schlecht. Ja, bevor ich mich da umzingeln lasse, nehme ich lieber den Schaden in Kauf. Buffs bekommen. So. Jetzt ist die Frage. Orbs oder die Needles? Nehmen wir mal die. Okay, Multi-Hits. Multi-Hit ist besser. Ah, da kommt schon der nächste. Dammit. Wir müssen den schnell töten hier. Der ist fast tot. So, wir haben. Schuhe haben wir schon. Oh, Spellcaster Glove. Das, okay, jetzt lohnt es sich schon wieder zum Dings zu gehen. So, jetzt haben wir hier Imps, die für uns kämpfen. Wir müssen zu dem Typen da jetzt. Nicht sehen, wohin den seine Kugeln fliegen, ey. Also wann sie aufkommen. Oh Gott, dieser Dase. Range. Ohne Crit Damage. Obwohl Defense brauchen wir nicht. Ne, hier Range. Schon gut Schaden bekommen, der Typ, ne? Schon ein hier, Tech Speed. Los, Imps. Würdet alle. Hier liegt super viel Shit rum, ey. Chance, Kuhn, Zeus. Komm schon, die nächsten Dudes, ey. Oh, fuck. Ja, wir sind zum Glück relativ tanky, aber... noch so ein bisschen Next Level. Oh fuck. Er scheint mehrere Instanzen zu haben, der Typ.
Ich kann den nur immer mit der Feuerwall treffen. Oder mit Lightning Storm. Das andere komme ich hier irgendwie nicht hin. Au. Ja, ich komme nicht vorbei da. Range, Damage. Damage zählt für alles. Ah, shit, wir haben ihn, okay. Jetzt müssen wir nur die Leute da wegkriegen. Das sieht gut aus. Nehmen wir das Ding. Wir sind ein bisschen low. Hier würde ich mal Leben nehmen. Ob wir hier zu so einem Ding kommen, damit wir alle Sachen einsammeln. Das sieht doch gut aus. Air Attack. Das war's schon? Okay. Irgendwie auf mehr gehofft. Au. Oh. Ich versuche mal zu dem Brunnen zu kommen. Aber ich bin ganz schön low, ey. Dieses eine Item zu saven. Nämlich in Würmer, die diesen komischen Hauch machen. Mehr Damage. Aber her damit. Irgendeine Aura bekommen. So, dann das haben wir alles. Ja, dann machen wir das Ding jetzt hier. Tschüss. Versuche jetzt noch so viele möglich Gegner zu killen. Das können wir nicht machen. Da kommt der nächste Dude. Okay. Noch ein Dude, okay. No shit. Komm da nicht hin zu dem Typen hier. Au, 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 au. Next Speed. Also eine Potion wäre nochmal richtig cool. Das nehme ich auch. Hier haben wir ein bisschen mehr Leben und Regen. Attack Speed mal.
eine Welle. Der erste Dude ist gleich tot. Attack Speed. Oh. Ja, da hatte wer was fallen lassen, jawohl. Die nur ein bisschen weglocken. Crippling Blades. Als two Projectiles. Machen wir. Erste Instanz, glaube ich. The Cup Range. Kommt schon wieder der nächste. Oh fuck. Wir müssen erst noch schnell den Blob töten. Er ist fast tot. Oh mein Gott, Sniper. Sniper-Skelette. Erkennt sie nicht. So, da, der Blob ist tot. Bin natürlich mitten durch die Suppe, aber es ist egal. Und schon super viele Defense Pickup. Super viele Skills, ey. Mal schnell den Sniper killen. Sniper. Ah, shit. Wir leben. Mehr Range. Wir brauchen unbedingt Leben. Leben, Leben, Leben. Okay. Kommt hier noch irgendwo ein paar. Töpfe finden hier. Survived. Das heißt, es geht hier wieder los. Oh, shit. Crit Size. Damage Bonus. Eieiei, ich sehe gar nichts mehr. Wir müssen den Typen noch töten. Er ist eigentlich tot und er ist tot. Auch eh eine gute Welle oder irgendwas? Ja, die trifft ihn, oder? Okay, wir haben ihn. Ist aber nicht, wie ich zu seinem Dings komme. Oh, ich war kurz schneller. Oh, oh. So, Diamond Bond. Ja, das ist das, was wir schon hatten, ne? Okay. Aber dann haben wir es nochmal, ist okay. Besser als nichts.
Ace Crit Chance. Das ist ein No-Brainer. Jetzt müsste hier bald der Endboss kommen. Area. Auf jeden Fall mal ein paar Sachen freigeschalten, das ist gut. Und wir haben auch ein neues Item bekommen. Ich könnte mal versuchen, hier hin zu dackeln. Werden wir vielleicht nochmal ein, zwei Level-Ups kriegen. Aber ich sehe mich hier wirklich nicht, wie ich als Bogenschützin hier das hätte überleben sollen. Ganz ehrlich. Buff bekommen. Na toll. Wir haben was, was wir einsammeln können. Tech Speed nur für die. So, 8 Minuten. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Wir sind wieder halb voll. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen recovered. Aber, aber noch so ein Ding, das heben wir uns noch auf, glaube ich. So, Dragon Breath Level 5. Noch mehr Area und noch mehr Walls. Also die hier einmal durchbrettert, ist schon super viel Schaden, glaube ich. Das haut schon ganz schön rein, wenn die da noch brennen. Hä? Okay. Range. Noch mehr Range. So. 10.000 Millionen Damage gemacht. Und die Ringblades auch gleich noch geschafft. Nice. Und 2.000 Leben recovered. Alter. Läuft. Als wir uns auf jeden Fall ein paar Sachen freigeschalten haben. Wir gehen mal für ein Movement. Oh. Au. Ab durch die Flammen. So, noch 6 Minuten. Au, au, au. Sehr schön. Das haben wir auch freigeschalten. Nice. Ist eigentlich Checks before Defense. Nehmen wir mal Block. Dann können wir versuchen, ein bisschen mehr Gold einzusammeln. Macht uns für den nächsten Run auch nochmal stärker.
Und wir sind fast wieder voll. Ja, noch mehr Range Ability, Alter. Guckt euch diesen Breath an, ja. Sehr schön. Echt, wir sind fast voll, ey, krass. Okay, hier kommt der nächste Boss. Müssen wir unbedingt töten, bevor der Endboss hier kommt. Der macht keinen Schaden oder er hat übelst HP. Ah, Brenner. Okay. Au. Geht irgendwie in den Boden immer rein, heißt das Gefühl, ne? Ja, der ist heftig, ey. Pick up range. X-Speed. Oh. Ja, ich weiß nicht, wie ich den anders treffen soll, ehrlich gesagt. Der wird schon immer von den Flammen und allem getroffen. Eieieiei. Mit die ganzen fliegenden Köpfe her. Juhu. Aber leider ziemlich viel Leben verloren hier. Wir versuchen einfach zu überleben und hoffen, dass unsere ganzen Skills den einfach so treffen. Ja, es macht uns hier zu viel Schaden, wenn wir das hier mit unserer Main-Waffe machen wollen. Und wenn er hier so in Range ist, kann ich es machen, aber so versuche ich lieber auszuweichen. Viel Level schon, ey. Oh, fuck. Ein bisschen Movement Speed, ganz ehrlich. Okay, das ist echt krass. Mehr Damage. 2 Minuten. Ich krieg den nicht tot, ja. Das ist unfassbar. Vielleicht nochmal Level up. Crit Damage. Ja, ich bin wieder nur am Ausweichen. Nur am Ausweichen.
nicht mal bei der Hälfte runter, ey. Ich klopf schon seit, keine Ahnung, 5 Minuten auf den einen. Das schaffen wir nicht. Oh shit. Oh, oh, oh. Auch Leben. Fuck, ey, ich sehe gar nichts. Oh, jetzt schaffen wir nur ein Level. Ah, oh mein Gott. Völlig unmöglich, ey. Damage. Kommt schon. 10% mehr. Alles. Oh, das war, glaube ich, eine Potion. Das war gut. Aber ich würde schon sagen, das war ein guter Run. Wenn ich es noch bis zum Ende schaffe. So, was ist das da? Ich sehe gar nichts. Ich sehe wirklich gar nichts. Das ist ja völlig insane hier, ey. Oh, hier, Base Quit Chance. Auch noch schnell was freigeschalten. Okay. Endboss. Wir kriegen alle anderen Sachen dann weg. Versuche da ranzukommen, aber. Oh! Na, nicht wenn der hier sein Messer wirft, ne? Level up, ne? Einfach die Musik ausgegangen. Ich Level 60. Oh Mann, krass, dass ich das geschafft habe. Komm hier. Ich mache überhaupt keinen Schaden. Na, heilt er sich, der Typi. Ist das nur beim ersten Gegner, wo man nur bestimmte Zeit hat? Okay, gut zu wissen. War ich überhaupt Schaden? Ja. Nee. Auf jeden Fall nicht. Aber super viel freigeschalten. Ganz viel Gold vor allem. Survival Time, Damage Received. Noch ein paar Items bekommen. Next Main Quest, Crit Enemies 5000 Times. Archery Mastery. Deswegen sollten wir mit dem Bogenschützen weitermachen. Alter, super viel Kohle. Ja, wir nehmen mal den Bogenschützen. Machen wir gleich erstmal einen Cut. Ich will jetzt hier nur gucken, wir können super viel kaufen. Range. Fire Damage hat jetzt richtig viel was ausgemacht, ne? Projectile Size, Damage per Rank. Defense brauchen wir nicht. 2000. Wie
Stärkung Health bei Brust 8% pro Range. 1400. Oder? So. Das heißt. Ey, wir haben noch den einen hoch. Ach ja, wir müssen den erst kaufen, glaube ich. Stimmt. Oh, nee, stimmt. Wir brauchen Geld. Ich hätte das erst kaufen sollen. Kostet 5000 das Ding. Eieiei. So, warte mal. Bei ihr gehen wir aber. Movement Speed auf jeden Fall. Obwohl Attack Speed nehmen wir aber hier. Pickup Range 80% ist schon geil. Na, ich glaube, wir brauchen hier Attack Speed. Obwohl dadurch, dass wir ja immer im Ding sind. Ne, wir lassen es mal so. Gut, hier würde ich aber sagen, machen wir hier erstmal einen Cut rein. Ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es macht auf jeden Fall recht Laune, das Game, muss ich sagen. Dieser Diablo-Style gefällt mir. Wie man die Sachen freischaltet, gefällt mir. Ja, würde ich sagen, machen wir jetzt noch hier Haunted Grounds noch mal ein bisschen. Da gibt es noch super viel freizuschalten. Oh, wir haben, glaube ich, die nächste Map freigeschalten. Zeig ich mal kurz. Jawohl. Forgotten Viadukt. Okay. Das heißt, dann machen wir die mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auch fürs Zugucken. Euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.